Es ist Sonntag, kurz vor 1:30 und ich bin hier im Neuköllner Schillerkiez unterwegs, denn unsere Redaktion hat einen anonymen Tipp bekommen. Hier soll es irgendwann im Laufe dieses Tages zu einer Hausbesetzung kommen. Und wir wollen uns mal angucken, was da vor sich geht, worum es konkret geht, wer die Besetzer sind und warum das eigentlich alles passieren wird. Alles voll okay. Bisher sehr gut. Leerstehenden Wohnraum direkt angeeignet und eine Wohnung im Hinterhof besetzt. Wir sind Menschen, die beobachtet haben. Wir sind hier in Neukölln in der H48. Wunderschönes altes Haus. Hier wohnen 60 Leute. Und eine Wohnung wurde schon vor 2 Jahren geräumt. Und dem sollen die anderen Mietern folgen. Alle Mieter im Haus hier sollen rausgeschmissen werden. Und wir stellen uns dagegen und haben heute diese Wohnung besetzt. Aus den Wohnungen will die Eigentümerin Tina Saar Büros machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in Berlin gibt es gerade 750.000 Quadratmeter an Wohnen, an Büroflächen, der leer steht. Und gleichzeitig gibt es tausende Menschen, die eine Wohnung suchen. Wir fordern von Tina Saar, dass wir hier bleiben können. Wir wollen, dass aus dieser Wohnung wieder Wohnraum wird. Das ist wirklich, wir leben in der krassesten Wohnungskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Alles voll okay. Bisher sehr gut. Du musst ja das Wasser mit anschauen. Ja. Aber es gibt ja auch Strom, das ist auch eine. Also eigentlich ist es super.